Moin moin Leute und herzlich willkommen im Jahr 2015. Ein Jahr, in dem ich wirklich darauf hoffe, dass wir gemeinsam als Community mal so richtig durchstarten können. Ein neues Jahr bringt natürlich auch sehr viele Neuerungen mit, was mein Kanal und alles andere mit angeht, aber das Wichtigste zuerst. Der gute Spam war nämlich mal so nett und hat mir eine Facebook-Gruppe erstellt, nämlich Ultrakeks Kanone und Co. Einfach bei Facebook eben Ultrakeks Kanone suchen oder im Link die dritte Videobeschreibung anklicken, ist klar. Einfach bei Facebook könnt ihr... Ihr braucht einfach nur bei Facebook oben Ultrakeks Kanone zu suchen oder ihr klickt einfach auf den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es dann nämlich unabhängig von Twitter und dem Forum auch mal persönliche Beiträge, also einfach mal random Fotos, die ich mache und kommentiere oder einfach euch meine Meinung zu irgendetwas sage oder ihr könnt auch die Meinung von anderen hören, wie dem Spump oder meine Schwester ist auch mit drin, einfach mit anderen Leuten schön chatten und die Zeit verbringen. Allerdings möchte ich gleich sagen, Freundschaftsanfragen werde ich dort nicht akzeptieren, aus dem einfachen Grund, dass bei Facebook da leider eine Grenze gesetzt ist, aber abonnieren ist ja kostenlos und unbegrenzt, von daher könnt ihr das gerne machen. Wie ihr möchtet. Einige von euch haben mich ja auch schon des öfteren mal gefragt, wie es denn jetzt eigentlich mit Livestreams aussieht, weil ja schon eine ganze Weile keine mehr kam. Und da habe ich gute Nachrichten für euch. Es wird jetzt natürlich auch wieder Livestreams geben. Unter anderem von StarCraft 2 Heart of the Swarm habe ich mir jetzt endlich zugelegt, dass wir mal die Story komplett zu Ende spielen. Aber es wird nicht mehr auf Twitch stattfinden, sondern auf Hitbox.tv, weil ich dann nämlich von meinem Netzwerk aus reingeschleust wurde, dass wir da quasi intern eine gemeinsame Gruppe haben, um uns gegenseitig ein bisschen zu cross-promoten und so weiter. Genaueres dazu, also ihr könnt euch einfach schon mal bei Hitbox registrieren, aber wegen meinem Kanal dort wird es nochmal ein separates Infovideo geben, weil ich muss da noch ein bisschen mit dem Streaming-Programm rumprobieren, weil mein altes funktioniert nicht mehr so richtig und das soll ja alles reibungslos laufen, bevor es dann richtig losgeht, aber ich will es versuchen im Januar noch hinzubekommen, dass wir dann loslegen können. Weitere Minecraft-Projekte sind auch schon in Planung, allerdings wird das von Comedy eher sich ein bisschen differenzieren, sondern es geht jetzt eher in die Filmrichtung, weil ich mir das so als Ziel gesetzt habe, wie ich euch schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich mehr Minecraft-Filme machen möchte. Comedy-Videos wird es bestimmt zwischendurch auch mal geben, erstmal aber nicht. Solange es aber noch Zeit ist, bis die ersten Projekte von der neuen Rubrik auftauchen, hoffe ich doch einfach, dass ihr auch meine Let's Plays schaut oder die anderen Koop-Projekte, die ich unter anderem mit Dark Messiah, mit Vivi Up to Date, mit Little Brownie mache. Einfach ist es nicht nur als Lückenfüller zu sehen, sondern wirklich als zweiten Stamm, den ich mir auf dem Kanal aufbauen möchte. Auch wenn ich weiß, dass Let's Plays schon so ein unheimliches Angebot auf YouTube gibt, aber einfach, dass ich weiß, dass ich auf eure Unterstützung zählen kann, dass ihr mich auch bei solchen Projekten unterstützt. Weil ich einfach möchte, dass eine gewisse Flexibilität auf meinem Kanal herrscht, dass es nicht nur einen großen Stamm eben mit Minecraft zu tun gibt, sondern auch sich wenigstens einen zweiten Zweig mit aufbauen. Und ich hoffe mal, dass ich da auf euch zählen kann. Aber natürlich muss auch ich dafür Arbeit leisten, weil das habe ich mir jetzt für das neue Jahr vorgenommen, dass ich meinen Let's Play-Kommentierstil erheblich verbessern möchte, weil ich habe das selber mal angehört, dass das so ein bisschen immer so gedämpft klingt, dass ich wirklich mal mit Power dokumentiere, alles, was ich da mache, schön mit Schmackes dahinter, dass es ein bisschen ja, fröhlicher einfach rüberkommt. Und natürlich habe ich auch geplant, noch neue Thumbnails, also die Thumbnails besser zu gestalten, als ich es bisher gemacht habe, weil ich weiß, da ist noch jede Menge Potenzial, da werde ich mich mal mit Photoshop ein bisschen auseinandersetzen, was man dann auch so schönes zaubern kann. Und die Leute, die mir schon auf Google Plus folgen, wissen es schon, es wird jetzt fast immer einmal wöchentlich ein Video geben von meinem Netzwerk aus, das ich cross-promote, einfach, dass wir uns gegenseitig im Netzwerk helfen. Und da ist eine ganze bunte Mischung dabei, da können Ego-Shooter dabei sein, Rollenspiele, Auspackvideos, alles, was die bunte Vielfalt an YouTube-Videos bringt. Und ja, einfach, dass ihr mal seht, was so die Leute in meinem Netzwerk auch mitmachen, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich alles Glück, dass ihr alles schafft, was ihr euch vornehmt für 2015, dass ihr gesund bleibt und ja, dass ihr genauso ein glückliches Händchen mit euren Plänen habt wie ich. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Video, eure Ultrakeks-Kanone. Es war mir eine Freude für euch, ein Video zu machen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.